Moin Leute, ich habe heute einen super spannenden Gast und ein also wirklich extrem spannendes Thema, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und zwar geht es darum, dass mein Gast Jörg, der übrigens einen Hi. ganz, ganz tollen Blog hat, also mein Tech-Blog, vielleicht kennen den einige schon, ist auch unten nochmal verlinkt in der Beschreibung, es geschafft hat, Strom an der Börse selber zu verkaufen. So, und bevor wir jetzt in dieses mega coole Thema einsteigen, also ich bin auch selber schon echt total heiß drauf, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das geht. Erzähl doch mal ganz kurz so ein bisschen was über dich, deine Person und vielleicht auch ganz kurz über den Blog, damit die Leute dich so ein ganz klein bisschen einordnen können. Alles klar, also beruflich bin ich im Bereich ja, Datenmanagement unterwegs, habe Wirtschaftsinformatik studiert, auch in dem Fachbereich promoviert, in Richtung Mobile Management, mobile Geschäftsprozesse und sowas in die Richtung. Und den Blog, meintechblog.de, habe ich jetzt schon, ich weiß gar nicht, über 10 Jahre angefangen mit irgendwelchen kleinen Technikthemen bis hin zu weiterführenden Smart Home Themen. Also das ist jetzt aktuell so der Fokus, Elektromobilität. Ja, und ganz viel jetzt in letzter Zeit auch PV-Anlage, Akkuspeicher, DIY-Akkuspeicher. Da bin ich auch tatsächlich vor 1-2 Jahren über deine Videos, über deinen Channel quasi aufmerksam geworden und dachte, yo, da habe ich auch Bock drauf. Genau. Und in dem Spannungsfeld, sage ich es mal, bewege ich mich aktuell und blogge da mehr oder weniger regelmäßig drüber. Und die Nachfrage ist wirklich enorm, auch gerade was so Selbstbaulösungen angeht. Was Richtung Akkuspeicher geht und PV-Anlage ist wirklich enorm. Ja, das habe ich auch festgestellt. Es ist ja auch ein Wahnsinnsthema, ne? Also ja, auch einfach wegen der hohen Preise und so weiter. Aber deswegen, also auch wenn ich da wirklich deinen Blog auch wieder nur empfehlen kann, weil das sehr, sehr interessant ist, wie du das machst. Danke, danke. Und auch die Größenordnung, die du da an den Start bringst, ist wirklich, wirklich sehr beeindruckend und also auch wirklich, wie ordentlich das bei dir aussieht. Davon kann ich nur träumen. Bei mir ist alles so, so Kraut und Rüben, ganz schlimm. Aber egal, darum soll es heute nicht gehen. Also du hast es wirklich geschafft, Strom an der Börse zu verkaufen. Das heißt, deinen überschüssigen Strom, also du hast eine sehr große Anlage. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal ganz kurz die Randdaten nennen, damit wir dich ein bisschen einsortieren können. Also erstmal vorab, es ist gar nicht mal so schwierig, wenn man ein paar Dinge einfach weiß und weiß, worauf man achten muss. Dann, glaube ich, kann es jeder schaffen, der seine Anlage jetzt aktuell quasi am Netz hat und über die EEG-Vergütung eine Einspeisevergütung bekommt, hat die Möglichkeit, auch über einen direkt vermarkteten Strom an der Börse zu verkaufen. So viel vorab, also es ist gar nicht, kein riesengroßes Hexenwerk, man muss halt einfach ein paar Hausaufgaben erledigen. Und meine Anlage an sich, die ist relativ groß, also die habe ich ziemlich überdimensioniert. Ich habe angefangen mit einem Carport mit knapp 9 Kilowatt Peak. Habe dann erweitert mit der Terrassenüberdachung, mit so semi-transparenten Panels, dass eben noch Licht durchscheint, dass das Haus nicht ganz finster ist. Plus Hausdach, plus alles, was halt so geht. Also auch in meinem Blog, da ist alles teilweise haarklein beschrieben. Das sind jetzt nicht ganz 30 Kilowatt Peak an Leistung. Selbst verbrauche ich davon schon wirklich, wirklich viel. Ich glaube über 10, 12 Kilowatt, Megawattstunden pro Jahr. Und ich habe ungefähr noch 20 Megawattstunden dann quasi übrig, die ich jetzt aktuell ins Netz einspeise und was quasi ein relativ großer Hebel ist, um dann auch, wenn man es an der Börse verkauft, zu höheren Strompreisen eben ganz gut Geld machen kann, okay. Potenziell. Ja, das ist echt interessant. Also du hast wirklich so 20.000 Kilowattstunden, um es jetzt nochmal ganz klar zu sagen, bist du drüber praktisch. Genau, richtig. Ich habe es mal so ein bisschen überschlagen und mir fehlen einfach die Erfahrungswerte, aber ich denke, alles über 10.000 Kilowattstunden an Einspeisung, wenn man das hat mit seiner Anlage, dann können es schon sehr profitabel werden. Mhm. Alles, was drunter ist, kann funktionieren, aber je weniger man eben einspeist, desto weniger Hebel hat man eben einfach. Okay, und erklär mir nochmal, was müsste ich denn jetzt als, also wenn ich jetzt sage, ich hätte Interesse, das jetzt an der Börse zu verkaufen, fangen wir erstmal an, müsste ich eigentlich tun? Und dann können wir gleich nochmal darauf zu sprechen, also was kriege ich dafür und was, eins nach dem anderen, finde das halt, wie gesagt. Alles klar, alles klar. Und denk dran, ich habe echt keine Ahnung davon. Also, alles cool, genau das macht's ja aus, dann stellst du die richtigen Fragen, alles genau, gut. Also was muss ich tun? Wie läuft sowas? Im Endeffekt ist es am einfachsten, wenn du schon eine Bestandsanlage hast, die quasi schon eine EEG-Einspeisevergütung bekommt. Das heißt, du hast die schon am Netz, hast die schon regulär angemeldet bei deinem Verteilnetzbetreiber. Alles ist easy, es ist schon im Marktstammdatenregister eingetragen und du bekommst, je nachdem, wann du eben gestartet hast, zwischen 7 und, ältere Anlagen kriegen ja teilweise bis zu 50 Cent. Wobei, also meine Anlage ist jetzt, glaube ich, 2,5
oder nicht ganz 3 Jahre alt. Damals habe ich noch 9 Cent Einspeisevergütung pro Kilowattstunde eingespeisten Strom quasi bekommen, der dann halt für 20 Jahre fixiert ist sozusagen. Mittlerweile, oder letztes Jahr, glaube ich, ging es mal runter auf bis zu 6 Cent. Dann gab es wieder regulatorische Änderungen. Es ist wieder hochgegangen auf 8 Cent. Aber es ist halt relativ wenig, sage ich mal. Im Vergleich dazu, wenn du es an der Börse verkaufst, kriegst du halt bis zu, ich glaube, 70 oder 80 Cent waren so die Peaks letztes Jahr in der zweiten Jahreshälfte. Schwankt natürlich sehr stark, je nachdem, wie der Verbrauch ist und wie das Angebot ist. Also ist ja der springende Punkt die Merit Order und wie der Strom quasi, der benötigt wird, erzeugt wird. Gerade wenn teure Gaskraftwerke mit an Start gehen müssen, dann springen halt die Strompreise massiv an. Aber ich habe es mal gemittelt, also letztes Jahr, die zweite Jahreshälfte, war der durchschnittliche Strompreis, der an der Börse gehandelt wurde, EPIC Spot nennt sich das auch, 30 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist natürlich enormer Unterschied. Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass der Unterschied Tag-Nacht auch teilweise krass ist. Also tagsüber, wenn die Sonne scheint, wir haben relativ viele erneuerbare Energien schon im Netz, ist der Strompreis relativ niedrig im Vergleich zu abends oder nachts. Wobei nachts ist auch wieder günstig, aber abends und gerade an den Morgenstunden ist der Strompreis tendenziell eher relativ hoch. Da scheint natürlich keine PV. Und dann macht es auch Sinn, dass man über seinen Hausspeicher ins Netz einspeist, unter Umständen. Also das ist das, was ich auch vorhabe. Ich habe meinen Hausspeicher relativ groß gebaut, jetzt tatsächlich mit 100 Kilowattstunden, dass ich da eben tagsüber die Sonnenenergie ernten kann, in den Akku zwischenspeichern kann, wenn der Strompreis im Keller ist und dann halt in abends oder in Morgenstunden eben volle Lotte ins Netz ballern kann, um dann eben den maximalen Strompreis zu bekommen. Also das. Und ich habe eine Frage noch, die noch offen ist. Wie funktioniert das Ganze? Also wenn ich die Anlage schon am Netz habe, dann hole ich mir einen Direktvermarkter, nennt sich das. Und der kümmert sich darum, meinen Strom, den ich überschussmäßig ins Netz einspeise, an der Strombörse zu verkaufen. Und das ist eigentlich, dieses Anmeldeformular hast du in 1-2 Stunden maximal ausgefüllt. Da musst du relativ viele Daten halt zu deiner Anlage mitliefern, damit der das Ganze eben an den Start fahren kann. Und auf technischer Seite brauchst du auch einen neuen Zähler und solche Scherze. Ein bisschen was brauchst du quasi auch an zusätzlicher oder anderer Hardware. Da können wir dann auch nochmal im Detail drauf eingehen, wenn Interesse dran besteht. Also Direktvermarkter, was ist das? Ist das jetzt irgendwie eine Firma oder was heißt das genau? Das ist ein Dienstleister, der eben sich drum kümmert, Strom oder der kauft im Endeffekt Strom ein und verkauft wieder eine Strombörse. Oder beziehungsweise, wenn ich mich bei ihm anmelde, dann sage ich, okay, ich habe meine Anlage so und so groß, ich liefere so und so, also übers Jahr gesehen, so viel Strom, mit dem kannst du rechnen, verkaufen an der Strombörse und der aggregiert quasi ganz viele Anlagen, normalerweise eigentlich größere Anlagen, damit es sich halt wirklich lohnt. Aber es gibt halt viele neuere Anbieter, wie in dem Fall Luminasa, bei dem habe ich mich angemeldet als Direktvermarkter, die halt auch kleinere Anlagen so im Hausdachbereich quasi mit aufnimmt und dann eben es ermöglicht, den Strom an der Strombörse zu verkaufen. Mhm. Also der kümmert sich dann quasi um die ganze Abwicklung, einmal ums Verkaufen und auch diese ganze Marktkommunikation, die stattfinden muss. Denn beispielsweise der Börsenstrompreis, der ändert sich jede Stunde, dieser Epic Spot Preis, und deswegen braucht man auch beispielsweise einen extra Zähler, der dann viertelstündlich bzw. stündlich die Werte eben sich merkt, was ich eben in dem jeweiligen Zeitraum eingespeist habe. Also es ist praktisch sowas wie diese Börsenstromtarife, wo ich jetzt zum Beispiel stündlich auch den aktuellen Börsenstromtarif danach abgerechnet würde. Genau, richtig. Umgekehrt sozusagen. Also so. Korrekt. Mhm. Genau, es gibt ja Avatar und Tipper, genau. Und keine Ahnung, was alles gibt. Habe ich mir tatsächlich auch schon mal überlegt, dass ich umgekehrt dann den Strom zum Börsenstrompreis einkaufe. Aber da kommen noch relativ viele so Netzgebühren und was weiß ich, alles Mögliche dazu. Also da, wenn der Strompreis an der Börse jetzt 0 Cent wäre, was er teilweise sogar jetzt im Winter ist, müsste ich trotzdem, glaube ich, 15 Cent zahlen, effektiv, dass ich ihn quasi beziehen kann zu dem Moment in dem Moment. Aber das ist ja immer, ne? Also du, also wenn du den, also das, die 15 Cent hast du praktisch eh immer. Also da kannst du ja nichts dran machen, ne? Bei Bezugsrichtung schon, bei Einspeiserichtung eben nicht. Also da habe ich tatsächlich dann nur die Kosten für den Direktvermarkter. Also der hat so eine Servicepauschale, der hat je nach Anlagengröße, wobei bei Luminasa sind es, glaube ich, irgendwie 8,50 Euro pro, also
ist eine Anlagengröße von 30 Kilowatt Peak pro Monat, was man zahlt, und dann eben anteilig oder prozentual eben, was du einspeist, zu welchem Preis, und da greift der einfach ein paar Prozent ab. Mhm. Kurz gefasst, kommen noch ein paar andere Komponenten dazu, aber das ist eigentlich so das, was ins Gewicht fällt. Aber man könnte ja auch beides machen, so gesehen, ne? Also man würde dann, also ich meine, den Eigenverbrauch oder das, was du aus dem Netz beziehst, hast du ja so oder so noch, und das könnte man ja über einen Börsenstromtarif versuchen, möglichst so zu shiften. Korrekt. Also es wäre ja beides gleichzeitig möglich, das wäre schon interessant, ja. Korrekt. Das Einzige, was man nicht machen darf, man dürfte jetzt nicht, wenn der Börsenstrompreis null ist oder weniger als, also negativ ist, dann sagen, okay, ich baller mein Hausspeicher voll und speise den Strom dann wieder nachts ein, wenn er wegen mir 50 Cent wert ist und ich 50 Cent dafür bekomme. Ja, okay. Das darf man nicht machen, wenn man eine EEG-Anlage hat. Wenn man keine EEG-Anlage hat, dann dürfte man sogar machen. Okay, und wie können die das, also wie machen die das technisch, dass sie das verhindern? Also ich meine, das ist ja jetzt, wenn man ehrlich ist, wie willst du das messen, ne? Also ich kann ja... Also es gibt tatsächlich so einen Entfluri- oder Influri-Sensor, den man, den der Netzbetreiber quasi verlangen kann, dass er eingebaut wird in der Anlage. Ich glaube, der verhindert es nicht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, rein technisch bin ich da raus. Also man kann es auf jeden Fall feststellen. In der Regel ist sowas nicht eingebaut. Ist, glaube ich, auch zu aufwendig bei so kleineren Hausanlagen. Ich weiß nicht, wie es bei größeren ist, aber bei kleineren Anlagen. Also ich habe sowas auch nicht eingebaut. Rein theoretisch könnte ich es machen und es könnte auch keiner nachvollziehen. Dann könnte ich sagen, okay, wenn ich den Strom bezogen habe, dann ist er halt ins E-Auto geflossen. Also es kann ja keiner wirklich nachvollziehen. Es sei denn, man würde an jeden Pupsverbraucher noch irgendwie einen Zähler ranmachen, der geeicht ist und der irgendwie registriert ist. Dann könnte man schon machen. Mhm. Ja, interessant, also total spannend, das wusste ich gar nicht, also das ist jetzt wieder eine große Neuigkeit für mich, wobei wir persönlich jetzt nicht so wahnsinnig viel einspeisen, also ich habe ja nur so um die 10 Kilowatt Peak und also Einspeisung ist bei uns noch, ja, mal sehen, also wie gesagt, ich denke drüber nach, da jetzt auch zu erweitern, also ich, keine Ahnung, ich hatte jetzt tatsächlich noch eine ganz spannende Begebenheit, das ist jetzt was anderes, aber das ist auch nochmal witzig, ich habe ja hin und wieder, auch teste ich irgendwelche Sachen von chinesischen oder deutschen Herstellern, so Powerstations oder Akkus oder so, ja. Das mache ich ja ganz gerne mal. Also, rufst alles auseinander. Ja, genau, das macht mir dann schon Spaß. Das Video drehen nicht, so muss ich zugeben, das ist immer super aufwendig, dann halt das alles zu filmen. Aber jetzt hatte ich irgendwie sowas, da hat mir jetzt ein Hersteller, ohne mich zu fragen, also wirklich, ich hatte keine Ahnung, nichts, einfach eine 10 Kilowattstunden Speicher hingestellt. Bam. Ja, keine Ahnung, ich muss jetzt erstmal selber in mich gehen und überlegen, was genau soll ich jetzt machen. Bin noch so ein bisschen unschlüssig. Also so verrückte Sachen erlebe ich da, das ist echt komplett irre. Naja, dein Kanal hat ja schon eine riesen Reichweite, kein Wunder, dass da solche Anbieter auf dich zukommen. Ja, also ich sag mal, Fragen ist ja kein Ding, kann man ja machen, da kann ich ja dann selber entscheiden, aber das war schon, sag mal, sehr aggressiv, ne? Also, weil ich hatte schon mal bei denen bestellt, also selber privat halt für meinen Speicher und das war, also egal, war nur mal so ein Spin-off vielleicht. Funny. Ja, genau, so ein bisschen Spaß aus YouTube-Gossip. Jetzt muss ich mal nachdenken. Also du hast gesagt, es lohnt sich ab so und so viel Kilowattstunden Einspeisung. Warum? Also das kann man so direkt jetzt nicht sagen. Es lohnt sich, kann sich auch mit weniger lohnen. Es ist halt so, es gibt verschiedene Faktoren, die das Ganze, die da Einfluss drauf haben. Also beispielsweise, auch wenn der Strompreis jetzt konstant bei 0 Cent wäre, dann hätte ich, das nennt sich dann anzulegender Wert. Das wäre mir quasi garantiert in der Direkteinspeisungsgeschichte. Ähnlich wie bei, wenn ich ganz normal bei der Einspeisevergütung wäre, kriege ich jetzt aktuell 9 Cent. Und da kann man in so einer Tabelle nachgucken, dieser anzulegende Wert, der wäre bei mir jetzt irgendwie 0,2 Cent drüber. Das heißt, dieser Wert wäre mir übers Monatsmittel quasi gesehen garantiert, auch in der Direkteinspeisung. Das heißt, da würde ich quasi 0 auf 0 rauskommen, auch wenn der Strompreis die ganze Zeit im Keller wäre. Das ist quasi so eine Art Anreiz für Leute, in die Direktvermarktung zu gehen, dass der Staat sagt, okay, wir fördern dich, wenn der Strompreis immer im Keller bist, kriegst du halt zumindest diese Einspeisevergütung oder halt noch einen Tucken drüber sozusagen. Davon muss ich halt aber auch den Direktvermarkter zahlen. Das heißt, diese monatliche Fee plus halt prozentual noch halt ein bisschen was dir halt abgreift, ein paar Prozent von dem Gewinn, sage ich es mal. Mhm.
Das heißt, wenn ich jetzt halt ganz, ganz wenig einspeise und der Strompreis ist immer im Keller, dann würde ich halt sogar ein bisschen ne im negativen Bereich sein. Dann wird es sich gar nicht lohnen. Wenn ich, nehmen wir mal an, der Strompreis ist so im Schnitt vielleicht 15 Cent oder was, dann habe ich einen Gap, den ich quasi kriege pro Kilowattstunde abzüglich Gebühren und Pipapo von, rechnen wir mal einfach mal 5 Cent. Dann kriege ich halt 5 Cent mehr. Und dann kannst du es ja hochrechnen, aufs Jahr gesehen, wie viel ich einspeisen muss, um dann halt ja ein paar hundert Euro mehr an Gewinn zu machen. Das ist dann, je mehr ich halt einspeise, desto mehr Gewinn mache ich dann halt im Endeffekt. Und irgendwann sage ich halt, wenn die Anlage zu klein ist, lohnt sich's halt nicht. Für 100, 200 Euro Aufpreis oder Gewinn pro Jahr hatte keiner Bock drauf, auf diesen ganzen Stress, sage ich mal. Ja, also ich versuche es nochmal zusammenzufassen, damit, also für die Zuschauer auch oder Zuhörer. Also du verrechnest, also grundsätzlich sage ich mal, bei mir ist es so, ich kriege jetzt im Moment, glaube ich, auch 6, 7 Cent, wenn ich meinen Strom einspeise. Ne? Das ist halt diese Einspeisevergütung und damit war es das eigentlich. Und bei dir ist es jetzt, also man kann das dann gegenrechnen quasi, wenn ich das direkt vermarkten würde über diesen Anbieter, hätte ich halt einmal die Fixkosten von irgendwie 8 Euro im Monat, die sind halt da. Das heißt, die müsste ich schon mal überwinden, damit es positiv ist. Aber ich kriege auf jeden Fall die Einspeisevergütung plus so einen kleinen Bonus, damit es halt als Anreiz irgendwie da ist. Das heißt, Genau, im richtig. Worst Case, sagen wir mal, der kleine Bonus ist jetzt nicht riesengroß, würde ich 8 Euro im Monat verlieren. Also im absoluten schlimmsten Fall, der denkbar Ja. wäre, der vermutlich auch nicht eintritt, oder? Es kommen noch ein paar andere Kosten dazu, beispielsweise den Zähler. Du brauchst einen anderen Zähler, der nennt sich RLM-Zähler, registrierende Leistungsmessung, der das eben viertelstündlich eben mitprotokolliert. Und der kostet bei dem Luminasa beziehungsweise über Solandeo, das ist dessen Partner quasi, der sich dann um den Messstellenbetrieb kümmert, der kostet dann 120 Euro im Jahr. Dein normaler Zähler kostet irgendwie was um die 20 Euro. Das heißt, da hast du dann runtergerechnet, nicht ganz 10 Euro noch zusätzlich Kosten pro Monat. Vielleicht 8 Euro mehr Und pro Monat. Das kommt dann noch dazu, aber das war dann auch schon alles, genau. Aber sonst korrekt, ist ja. das, also würde man das jetzt umgangssprachlich auch als das Smart Meter Ding bezeichnen? Nicht Nee. wirklich, nee. Das ist dieses Smart Meter, von dem du redest, das ist die intelligente Messeinheit oder wie das heißt, oder Messstation, kein Plan. Da ist dann noch so ein Gateway dabei. Das ist dann noch, also soll wesentlich günstiger werden und es hat dann auch noch weitreichendere Steuerfunktionen. So ein RLM-Zähler, das ist im Endeffekt, ja, sieht genauso aus, sage ich mal, optisch wie so ein normaler Zähler. Der ist halt für größere Anlagen eigentlich gedacht. Aber in dem Fall brauche ich den halt einfach, damit das einfach marktkommunikationstechnisch alles richtig ablaufen kann, dass es eben stündlich eben abgerechnet werden kann. Und also sagen wir mal, ich hätte einen Smart Meter, würde das reichen? Also plus Gateway dann? Oder bräuchte ich den dann trotzdem noch zusätzlich? Nee, das würde wahrscheinlich reichen. Du musst halt immer mit deinem Direktvermarkter quatschen, was der für Schnittstellen anbietet. Da wird es wahrscheinlich auch ein, zwei, drei Schnittstellen geben. Aber wenn der halt das nicht unterstützt, was dein Smart Meter quasi hergibt, dann wird es schwierig sein, weil der wird nicht für dich dann irgendwie noch eine Sonderlocke schustern. Das heißt, da musst du schon gucken, dass das irgendwie aufeinander abgestimmt ist. Normalerweise sollte es schon funktionieren, ja, aber wie es öfter so ist, funktioniert es dann halt nur, wenn die Partner quasi perfekt aufeinander abgestimmt sind, wie jetzt in dem Fall von Luminasa und Solandeo. Okay, interessant. Und Aber ich denke, in ein, zwei Jahren oder was wird es bestimmt auch technisch viel weiter sein, weil dann gibt es ja auch diese Smart Meter Pflicht von dieser intelligente Messeinheitsgeschichte da. Und dann sollte es auch einfacher sein, als, ich sag mal, als kleiner Endkunde mit seiner kleinen Anlage das Ganze realisieren zu können. Aktuell ist es alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, sage ich mal, deswegen auch die Krücke mit dem RLM-Zähler, aber anders geht es aktuell noch nicht. Nee, also wie gesagt, das war die Frage, weil genau das meinte ich. Irgendwann kommen die Smart Meter und also werden die ja alle dann bekommen, mehr oder weniger zwangsweise. Und also wenn das, sage ich mal, auch ausreichend ist, heißt das irgendwann, kann es jeder machen, wenn er das möchte. Das ist ja irgendwie schön Korrekt. aussichtsreich, darum ging es mir. Okay, ja, spannend. Und hardwaremäßig, da waren wir, glaube ich, auch am Anfang, hat man noch so, was ist da zu tun? Also muss ich da irgendwie viel machen? Ist es kompliziert? Also du kriegst halt den Zähler, das heißt der alte Zähler wird rausgerissen. Das ist bei mir so ein Zweirichtungszähler, so einen hast du wahrscheinlich auch. Das heißt, darüber läuft halt einmal Bezug und Einspeisung. Das sind halt zwei Zählwerke, die das quasi unterschiedlich oder getrennt voneinander ermitteln. Das nennt sich SLP, Standardlastprofil, so heißt der Zähler halt. Der wird rausgerissen und an die Stelle in dem Zählerschrank kommt halt dieser RLM-Zähler rein.
Und du brauchst dich eigentlich um nichts kümmern, außer mal den Schaltschrank aufzumachen oder den Zählerschrank aufzumachen und dem Dienstleister den Zähler tauschen zu lassen. Und eine Kleinigkeit ist noch, der Direktvermarkter, der muss die Möglichkeit rein technisch bekommen, deine Erzeugungsleistung auf null runterzudrosseln, beziehungsweise deine Einspeisung zu kappen. Das ist halt einfach eine Vorgabe, dass wenn jetzt zu viel Strom im Netz ist oder warum auch immer, hat er halt die Möglichkeit, deinen Strom runterzuregeln, deine Anlage. Beispielsweise, also vermutlich auch, wenn der Strompreis irgendwie negativ ist, dann würde er quasi was zahlen müssen, um deinen Strom an der Börse zu verkaufen. Dann würde er wahrscheinlich in letzter Instanz sagen, okay, ich regle deine Anlage runter. Und dafür hat dieser RLM-Zähler, den man dann von Solandeo und den ich hoffentlich auch bald bekomme, so ein Relais quasi, so ein potenzialfreies Relais eingebaut, den man wiederum anschließen muss an seinem Wechselrichter. Der muss halt auch richtig konfiguriert sein. Und wenn da quasi, das ist wie ein Schalter in dem RLM-Zähler. Und wenn der Direktvermarkter sagt, jo, jetzt ist keine Einspeisung erlaubt, dann schließt er diesen Kontakt einfach und mein Wechselrichter regelt halt einfach runter. Mhm. Ja, okay. Das ist im Endeffekt alles, genau, was man auf technischer Seite beachten muss. Na gut, also zumindest, also was mir jetzt eben im Anfang durch den Sinn gekommen ist, man müsste, also ich vermute mal, damit es sich wirklich lohnt, wäre es ja sinnvoll, den Akku zu benutzen. Das heißt jetzt nicht so zur Mittagszeit, wenn die Sonne richtig hoch steht, dann einzuspeisen, weil dann machen es halt alle korrekt, und der Preis ist niedrig. Das heißt, da würde ich dann wenig gewinnen. Also das müsste ich dann quasi abspeichern und am Abend oder was weiß ich, wenn dann viel Bedarf da ist und die Kosten hoch, und dann einspeisen, da hätte ich dann das meiste von, ja. Kann man jetzt so eins zu eins auch nicht sagen, denn neben PV haben wir natürlich viel Windstrom im Netz und der korreliert halt nicht mit der Tageszeit, der Wind. Klar, aber sagen wir mal, ich muss das irgendwie an den Börsenstrompreis anpassen und das kann ich ja nur mit dem Akku machen. Ne? Also, genau, da ist halt dann der Hebel nochmal wesentlich größer. Gerade das könnte ich mir halt in meinem Fall, ich habe auch eine relativ große Ausspeiseleistung von knapp 20 kW oder sogar noch ein bisschen mehr. Und dann könnte ich mir halt die 2, 3, 4 Top-Stunden des Tages quasi raussuchen und dann meine Anlage sagen, jetzt volle Kanone ins Netz reinballern. Ja. 20 kW, okay. Das sagst du ja mal so lapidar. Das ist schon echt ein ganz schöner Haus. Geht sogar ein bisschen mehr, aber ich muss mich mal langsam rantesten. Die Anlage ist erst kurz in Betrieb und... Ja, du hast mir jetzt hier auch mal so ein Bild geschickt, irgendwie mit 400 Ampere, die da gerade drüber gehen, über den Akku. Da habe ich auch schon ein bisschen dumm geguckt, muss ich sagen. Das war schon krass, aber nicht schlecht. Ja, Victron kann was. Also da auch die DIY-Akku-Geschichte, da werde ich demnächst auch mal drüber blocken. Da kommen, ich kriege jeden Tag schon so viele E-Mails. Wann gibt es endlich das neue Akku-Design und überhaupt? Also da bin ich jetzt auch dran, da mein Anlage jetzt endlich fertiggestellt ist und wirklich läuft, wie ich es mir vorstelle, dass ich dann auch endlich mal drüber blocken kann und alle meine Leser dann damit versorgen kann. Ja, unbedingt. Also ich finde auch wirklich deine Einträge super. Also ich kann auch wirklich nochmal eine ganz, ganz große Empfehlung aussprechen. Ich finde, du hast einen unglaublich hohen Detailgrad. Du machst es sehr sauber alles. Also vieles ist auch dokumentiert. Auch wie kann ich zum Beispiel einen Akku beim Netzbetreiber anmelden, wie du das gemacht hast, hast du ja auch dokumentiert. Auch das ist eine Frage, die sehr viele Menschen stellen. Und also tatsächlich, wenn mir die jemand stellt, schicke ich den direkt zu dir. Also weil sehr cool, danke. Ich blogge nicht über alle Themen, mit denen ich mich täglich beschäftige, aber wenn ich mich dazu entscheide, über irgendwas zu bloggen, dann versuche ich es richtig zu machen oder halt viele Details eben reinzubringen. Nee, richtig cool. Also wie gesagt, ich bin auch ein großer Fan. Also sehr schön. Cool. Ich würde tatsächlich sagen, so ganz grob wären das jetzt erstmal die Fragen. Ich bin mir echt sicher, dass da noch ganz, ganz, ganz viele Fragen aus der Zuschauerschaft kommen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, wir werden vermutlich nochmal einen zweiten Termin machen müssen. Aber also vielleicht nochmal so als Cliffhanger. Ja. Ich habe vor ein paar Wochen mit Ralf, das ist mein Kumpel, mein EEG-Profi, der das Ganze quasi beruflich auch macht, und sich mit so Einspeisevergütungen und so auseinandersetzt. Mit dem hatte ich ein Video aufgenommen. Es geht auch relativ lange, aber das können wir gerne auch mal an der Stelle verlinken, wo wir darüber philosophiert haben, ob meine Anlage im Jahr 10.000 Euro an Gewinn erwirtschaften kann. Einmal über den Direktverbrauch, den ich quasi selbst quasi verbrauche von meiner Anlage, wo ich keinen Netzbezug habe, plus eben die Direktvermarktungsgeschichte. Und da ist mein heimliches Ziel, in diesem Jahr 10.000 Euro zu knacken. Und ob ich es schaffe oder nicht, sei dahingestellt, aber ja,
Nur unter Druck entstehen Diamanten, von daher mal gucken, ob es klappt oder nicht. Ich bin frohen Mutes. Ja, super. Auch gerade die. Ja. Ich würde sagen, das Video verlinke ich im Abspann. Also gleich, wenn es zu Ende ist, könnt ihr einfach draufklicken und dann seid ihr da. Also schaut es euch unbedingt an. Und da oben, ich weiß gar nicht, welche Richtung, im Infokasten findet das auch. Also das werde ich dann auf jeden Fall verlinken. Genau. Ja, cool. Cool. Wie gesagt, ich denke, wir werden, würde sehr gerne noch einen zweiten Termin machen, weil da werden 1000 Fragen kommen. Also da bin ich mir ganz sicher. Und dann können wir es nochmal näher erläutern. Oder ihr schaut bei ihm rein, gucken wir mal. Aber ich habe auch nichts gegen nochmal einen zweiten Termin. Oder wir können auch nochmal gerne einen Livestream machen, wäre auch nochmal cool. Und dann wirklich einfach mal live so Fragen beantworten. Das hatte ich auch schon ganz lange nicht mehr gemacht. Wäre eigentlich echt nochmal an der Zeit. Und du wärst, glaube ich, genau der richtige Gast. Perfekt, bin dabei. Sehr cool. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Fand ich mega spannend. Danke dir. Und schauen wir mal, was draus wird. Ich drücke dir die Daumen, dass du die 10.000 knackst und echt viele Leute animierst, es dir vielleicht auch gleich zu tun. Und ja, cool. Also echt super Sache. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao.